Willkommen zum deutschen Outrider Let's Play Finale, wo ich mir jetzt dann ziemlich sicher bin, dass ich wahrscheinlich auf die Fresse kriege. Meine Loot ist nicht so gut. Ich habe jetzt das Gefriergeschütz wieder reingenommen, obwohl ich noch immer Werkzeuge der Vernichtung Loot dabei habe. Aber hilft ja nichts. Dann werden wir uns doch kurz. Ach, das habe ich wieder gut aufgestellt. Reife Leistung. Ah ja. Ja. Wenn ich doch noch Vogel dabei habe, kann schon nicht schief gehen, oder? Oder? Jetzt geht runter. Jetzt geht runter. Ob ich hier keine Musik. Um mich zu motivieren. Granate, wer auch immer die geworfen hat, auf mein Geschütz. Verstehe. Und dann ja, vielleicht echt. Doppelgeschütz-Kombo ist jetzt angesagt, hauptsächlich. Bin hier rauf. Oh, ist genau in Deckung gegangen. Das war eigentlich gut praktisch von ihm gemacht. Wir haben alle gleichzeitig ausgeschaut und getroffen. Die Granate. Kommt her. Raus. Geschütz raus. Ist das Geschütz raus. Jetzt kommt von unten. Ganz fies. Ich komme eigentlich nicht gleich dick. Jetzt wird mein Geschütz dann abgelenkt und wird frozen. Oh, ganz schlecht. Okay, komm runter, Alter. Und badest du in deinen Minen. Ich hab mehr als genug Kugeln. Und die Gorn. Die hat mich gerade auf Distanz. Ich freue mich schon, wenn ich wieder eine Quick-Scope-Sniper kriege. Irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass ich durch Expeditions leveln sollte. Dazu muss ich die Main Story auch mal spielen in Deutsch. Oder in Englisch. Nein, Englisch hatten wir gerade. Englisch hatten wir gerade. Das war die verkehrte Reihenfolge. Aber ich will die gute Loot mit dir auch haben. Wir rushen rein. Das war das Bild. Und da ist der Boss. Cool, da. Ein paar Geschütze für dich. Ich hau mal ab. Ach, ist doch mal Vogel so stark. Okay, ich hab meinen Donnervogel. Ich bin schon tot. Ihr best Geschütz. Mach danach einen Schaden, den Schaden ist dran. Ich hab das gemerkt. Oh, es hat ihn ganz zerlegt. Dann brechen wir mal den Brecher. Yep, he dead. Nicht mein Namen. So schwachsinnig. Wo willst du hin? Oh, okay. Aufstieg. Unter mir ist eine Kiste. Eine Loot-Kiste. Da haben wir noch Hoffnung dann für einen neuen Helm. Auch einen neuen Helm. Neuen Helm. Nein. Verdammt. Ich kann mich erinnern, dass da noch irgendwo eine Lootkiste war, oder? I'm not tripping. Die ist offen. Hier drüben sind noch Kisten. Es wird doch nicht beides Muni sein. Wo ist die Loot? Hier ist die Loot. Oh, bitte Helm. Oh, nein. Nein. Kein Helm für mich. Oh, okay. Der wird schwierig. Okay, okay. Was haben wir jetzt noch? Oh, warte mal. Hey! Genau, was der Doktor verschrieben hat. Weg mit dem Werkzeug der Vernichtungsdreck.
Und da. Okay, Shots, die werden wir jetzt nicht zusammenbekommen. Gewehr, Sturmgewehr, das ist auch ein Sturmgewehr oder leichtes Maschinengewehr. Also hoffentlich hat das verschiedene Munition. Dann, ich werde jetzt alles Closed Coders brauchen. Okay. Das war ungerade von der Zahl her. Dann schauen wir noch schnell drüber, was ich noch upgraden kann. Attribute erhöhen kann ich noch. Das ist schon ziemlich gut aufgegradet. Da haben wir genau eine Fähigkeit. Ich werde keinen Killshots zusammenbekommen jetzt. Leider nicht. Leider nein. Sind aus. Sind gut, aber sind aus. Dann werden wir noch überall reinpulvern. Stufenaufstieg geht auch nicht. Hat mir gar nicht die Defensive Ausweichrollen, okay, warum nicht? Die haben wir schon lange, da können wir einen Stufenaufstieg machen, glaube ich. Ach du, nein, können wir nicht. Nein, die sind da anscheinend extrem teuer. Kritische Schüsse, ah, das ist auch für nichts. Irgendwo ist was Gutes. Nein. Das. Nein, hier. Dann sind wir gleich mal bereit für den Bossfight. Die Sachen erspare ich euch am liebsten. Den kann ich auch austauschen, den Dreck. Und ja, warum nicht? Schon wieder ins falsche Fach geleckt. Ist sicher nicht die beste Auswahl, aber es ist eine Auswahl. Ist auch nicht der beste Spruch, aber es ist ein Spruch. Oh. Loot? Da ist was Gutes drin, ist. Dann habe ich umsonst abgegradet. Was ist das? Was ist das? So ziemlich das gleiche, oder? Ja. Ich bleibe mal so. Sonst mache ich die Ausweichsrollen-Kombis dann später. 46. Wenn das die gleiche Munition ist, bin ich auch ein bisschen im Dreck. Im Dreck. Oh, warte mal, es gibt ja noch ein. Wir sind ja noch gar nicht im Endfight drinnen. Es gibt ja noch eine Zone hier. Das ist erst die Zone, wo sie die ganze Zeit nervig redet. Ja. Nein, Outrider, zurück! Ihre Schatten werden dich packen und vernichten. So endet es. Janna! Komm zurück! Outrider, sie dreht durch! Hör auf! Ich kann nicht. Wie Janna sagte, so endet es. Die Freiheitsstatue steht da mal mittendrin. Oh, nein, ich brauche die Mutter davor. Okay. Ist mal eure Artillerie zu mir. Treff nicht mal. Mehr hast du nicht drauf. Die sind mal fast alle abgelenkt, bis auf das Sniper natürlich. Aber der nervt es für mich. Und das viel explosiver zu nennen. Und der Sniper da oben. Komm, Kopf raus. Los. Da haben wir auch einen Boss. Oh, der kommt. Er macht meinen Ground Pound für mein Geschütz. Oh, Apocalypse geht an. Oh, Rüstung. Ich komme hier. Oh boy. Ganz schlechtes Timing. Ja, ich brauche auf jeden Fall mehr Leben wieder. So knapp den Tod immer. Es ist soweit, Verwandte. Ach, das ist egal.
Wenn man Sprachen rede, nerven echt mit der Zeit. Immer das Gleiche, was sie sagt. Ich glaube, ist aus dem Sand rausgekommen. Glaubwürdig. Vielleicht ist er schon verwandelt. Schwerer getan. Ein Donnervogel macht gute Arbeit hier. Zu weit. Okay, jetzt mal, glaube ich, das schwierige Teil. Das sprintet her. Schaut euch den an. Aber es hat ihm nichts geholfen. Ich freue mich schon darauf, dass die Apokalypse-Gerüstung die APG-Fähigkeit wieder hat. Wahrscheinlich. Ein bisschen Extreme Range. Fette Reichweite. Gute Arbeit, die Tür geschützt. Ab, Tornado. Da macht man einen Down-Count im Nichts. So, ich brauche gar nichts anderes als den Donnervogel da. Ah, voll nervt wieder. Was ist sonst neu? Wo bist du? Da. Ich habe mich fast dazu hingelockt und dann vernichtet damit. Das wäre interessant gewesen. Oh, ja, ich sehe es. Ach, hinter mir auch. Donnervogel richten! Diese Schlacht muss den Krieg. Das Blut sogar. Dann werdet ihr auserwählt. Nein, die richtige Höhle reingehupft. Donnervogel mal mit Apokalypse. Nicht mehr reden. Apokalypse, Tier, Loot. God Tier. Das ist eine Goldwaffe mit 3 Fähigkeiten. 3. Nicht weniger. Mehr ist okay. Aber genau 3. Ja, meine Stimme geht ein. Das ist nicht beabsichtigt. Gut fahren. Episch. Wirklich. Outrider, hörst du mich? Geh in Deckung. Dieser Sturm ist... Das ist das Ende. Kein Versteckspiel mehr. Ich glaube nicht, dass ich so viel gute Sachen bekommen habe. Aber schauen wir nochmal durch. Da. Boots. Oh, nein. Upgrade. Unglaublich.
Kann ich nicht auswechseln. Was haben wir hier überhaupt? Bestgeschütz. Naja. Na, warum nicht? Es hat höhere Armorwerte. Schon passen. Passt schon. Weiter. Weiter dabei. Ah, die wird jetzt fressen. Spiegel! Wir haben eine Anomalie-Party. Boy. Ach du Kacke. Das macht richtig schönes Stun Damage. Ich weiß nicht, wie er sein Ziel mit der Minigun hat, aber er hat. Das ist ein Stun Damage, auch noch jetzt ist er tot, ich kann nicht mehr stunnen. Noch vor Schuss, der einfach viel Schaden macht, ist so One-Shot gut. Oh, oh, da fliegt ein Van. Ah, nice. Okay, sondern nicht Bosse auch. Und durch die Ritze durch erwischt. Bitte. Da ist ein Boss. Den werden wir gleich beschäftigen. Ah, und vernichten meine. Und vernichten. Ja, die Kombi kann gerade was. Mit dem Donnervogel, der sowieso nur Schaden macht. Da bin ich froh, dass ich den aufgehalten habe. Ja, und dann. Oh je. Auf. Nein. Böser Boss. Er wird es schon wieder machen. Das. Hör auf mit deinen Bombardierungen. Raus. Okay, wir brauchen andere Money. Schon mal gut. Da steht schon direkt neben mir der Boss. Und granatiert mich schon wieder. Auch ist geschützt. Okay. Ich war überstanden. Wie oft muss ich noch ausweichen? Doch. Schaut raus. Ich bin allzu schüchtern. Gebrannt, dass sich gar nicht bewegt. Okay, machen wir eine Blutrunde. Das kommt noch eine Welle. Und dann
Kugeln. So. Oh boy. Ah, come on, you. I'm a flex. Yeah. Oh, kommt wieder eine Welle. Ja, der trifft mich einfach schon durch. So. Oh, nein, nein, nicht. Nicht gut, nicht cool. Ich bin drauf. Oh. Offenbar ist ein kleiner Kram. Eine Granate. Ach, okay, nein, Gott sei Dank. Sammeln wir die Loot auf. Und begeben uns Richtung Endfight. Das ist viel klein Kram da, verdammt. Schauen wir durch. Kurz Durchlauf. Perlteinbruch, der könnte hilfreich sein. Aber ich habe zu viele andere Fähigkeiten. Beinecker, nein, danke. Einfach mal das Blaue vernichten. Und da haben wir noch eine Apocalypse Gear Waffe. Ja. Weiß nicht. Okay. Puh. Er wird zart. Der Bossfight wird zart. Da noch einen Helm bekommen. Kälteeinbruch wieder. Meine Stimme lässt auch schon nach. Deswegen wird der zach. Okay. Jetzt gehen wir einfach rein da. Schauen wir, ob die Folge kurz bleibt oder lang wird. Und davon, wie lange der Boss verdauert. Berauschend. Was? So wissen, dass dich nichts aufhalten kann. Also. Außer mir. Oh. Du kannst versuchen, mich zu besiegen. Hast aber schon verloren. Sieh dich um! Das nicht. Ich fühle mich ziemlich gut mit meinem Donnervogel. Und meinen kleinen Geschützen. Kriegen die jetzt Fettschaden? Schauen wir. Nein. Und sie got frozen. Luft rausgeschossen. Oh boy. Ich muss mich von den Tentakeln hüten. Oh. Und von den Ground Pounds. Okay, Moni. Perfekter Zeitpunkt. Ah, man kann sie aus der Luft rausschießen.
zweite Phase wird ein bisschen schwierig. Hopp. Backe vor mir. Und wieder aus der Luft rausgeflogen. Die Attacke geht nicht cool. Ist nicht cool. Ist nicht cool. Ist nicht cool. Ist nicht cool. Oh boy. Das würde ich fast zu wenig leben. So auf Nahkampf geht, ist das gar nicht cool für mich. Und wieder ein Tentakel. Frozen. Ich muss ein bisschen abwarten jetzt. Jetzt kommt die schwere Welle erst. Oh boy, ja, was sage ich? Schwere Welle. Hey, meine Geschütze stehen ja noch. Da, wir sind in der schweren Welle. Ich muss mich auf ihn konzentrieren, wenn du. Oh boy, Tentakel. Verdammt, Tatius. Halt den Sicherheitsabstand mal. Ah, er ist gefrozen. Ich will sie gar nicht stoppen dabei. Hm, das war klar. Oh je. Yeah. Komm schon, Gefriergeschütz. Macht deine Arbeit. Er hat mich natürlich erwischt. Verdammt. Okay. Okay. Besser, besser, besser. Wo ist sie? Das geht zum Rumlaufen gerade. Jetzt sehe ich, dieser Attack ist One-Shot. Macht noch immer weiter. Oh, da ist sie. Hello, my lady. Hello, my darling. Hello, Bella. Don't hit me, girl. Abstand halten, bitte. Ah ja, diese Drecksattacke. Das gleich wieder ausweichen soll. Obwohl. Bis geschützt. Bis gefrozen. Selbst hier, first try. Unglaublich. Was kriegen wir? Jongleur. Wir haben einen Jongleur bekommen. Mal schauen. Ah, leider kein Gotttier. Dafür ist der letzte Punkt zu schwach. Minenfeld, Schrotgranaten. Okay. Sogar. Okay, er wirft eine Granate noch dazu. Wird getestet. Ja.
Warte. Spürst du sie nicht? Die Macht, die dich durchströmt, das war schon immer dein Schicksal. Wer sind die Götter des Planeten? Nein. Nur ich. Du bist zurück. Wir können nicht in Frieden leben. Sie könnten. Du sahst, was aus mir wurde. Und ich sah dich loslassen. Danke für alles, was du getan hast. Ich gab ihnen nur die Werkzeuge. Der Vater, was er unter der verlorenen Stadt fand. Bitte such nicht danach. Findest nur Schrecken. Jetzt hast du Mauern. Hier sicher. Aber wie lange? Die Anomalie wird immer schlimmer. Eines Tages bricht sie durch und ich werde nicht untätig warten. Wenn du von hier weggehst, kannst du nicht mehr zurückkehren. Ich weiß. Ich weiß. Ich glaube, ich bin noch nicht bereit für die Drawls mit diesem Charakter. Ich glaube, der braucht noch ein bisschen Loot, bisschen Routine in der Loot. Ob das Sinn ergibt, keine Ahnung. Aber die Kombination von meinen Gegenständen, von Rüstung hauptsächlich, ist noch nicht da, dass ich mich da reinwage. Ich glaube, in Expeditionen kriege ich auch nur auf die Fresse, wenn ich es probiere. Mal schauen, wie gut das Jongleur ist.
nicht, was dort ist. Will es nicht wissen. Ist nur noch Schmerz. Nur noch Wahnsinn. Du kannst du nicht mehr zurückkehren. Hinter diesem Tor. Die Quelle von Vaters Macht, seines Wahnsinns. Ich muss wissen, was das war. Puh. Ja, ja, ich kann die Prüfung, ich kenne die Prüfung, ich kenne die Prüfung. Danke, danke, danke. Ja, ich werde mir mal anschauen, was ich mit diesem Charakter noch tun werde. Ich werde ihn sicher weiter leveln. Ich will ja mit ihm auch ein paar Expeditionen und den Trial probieren. Und dafür muss ich mir wahrscheinlich noch haufenweise Sachen anschauen, überhaupt von der Rüstung, die ich gerade bekommen habe. Von den Rüstungsgegenständen. Oh, da ist auch ein Sniper dabei. Oh ja, ja, ich werde mir viel durchlesen und wahrscheinlich mit diesem Charakter dann auch in Deutsch und Englisch ein paar verschiedene Expeditionen und den Trial von Taria Grata machen. Vielleicht mache ich den nächsten Trial von Taria Grata mit dem deutschen Trickster. I don't know. Werden wir sehen, werden wir sehen. Aber danke fürs Zuschauen. Dieses Let's Play ist hier offiziell vorbei. Outrider Content wird noch viel kommen. Und ansonsten, peace out.